Hallo aus der Leine Bergland TV-Redaktion. Sie kennen das, vor der Kita wird viel zu schnell gefahren, durch die Anliegerstraße brettert der Schwerlastverkehr, die 30er-Zone wird zur Rennstrecke. Dann kommt die Polizei, zählt und misst, und am Ende war der subjektive Eindruck ein anderer als der ermittelte. Um jetzt mehr Sachlichkeit auf die Straßen der Region zu bringen, haben die Verantwortlichen der Eifeler Verkehrswacht eine Anschaffung getätigt, die bundesweit einmalig ist und die normalerweise nur von Gutachtern verwendet wird. Es ist ein kleines Köfferchen, das Klaus Krumfuß heute den Hauptverwaltungsbeamten von Eifelt bis Diekolzen gezeigt hat, doch in ihm befindet sich Großes. Mehr zu dem Thema lesen Sie in der morgigen Ausgabe der Leine Deister Zeitung.